Moin Moin oder guten Abend, je nachdem wann ihr dieses Video guckt. Ich begrüße euch herzlichst dieses Mal in meinem Browser. Ich möchte euch das Spiel Auto Club Revolution vorstellen. Es befindet sich noch in der Beta. Es ist, wie schon eben kurz erwähnt, ein Browser-Game, zum Teil jedenfalls. Und es ist prinzipiell erst einmal free to play. Wenn ihr das erste Mal auf autoclubrevolution.com geht, werdet ihr auch dazu aufgefordert, ein Programm runterzuladen. Dieses Programm ermöglicht euch dann auch die Teilnahme am Rennen. Das zeige ich euch dann aber später. So, erstmal hier zu Auto Club Revolution. Wenn ihr auf die .com-Seite geht, kann ich gleich mal zeigen, ganz unten versteckt kann man dann zwischen Englisch und Deutsch hin und her schalten. Das könnte für den einen oder anderen von euch von Vorteil sein, je nachdem, wie gut ihr in Englisch seid. Allgemein ist es für uns Deutsche aber natürlich einfacher, wenn wir einfach das Deutsche nehmen. So, Auto Club Revolution, wie der Name schon sagt, ein Racing-Spiel. Auf den ersten Blick können wir schon mal erkennen, ein Opel. Und zwar ein Opel Corsa, denn Auto Club Revolution kommt auch mit einer ganzen Menge an Lizenzen daher. In meiner Garage stehen jetzt gerade neben dem Opel Corsa auch ein Mazda RX-7, ein VW Scirocco und ein BMW M3 Coupé. Sowie nochmal ein BMW und ein Opel. Jetzt gerade, in diesem Moment sozusagen, läuft gerade eine Promo-Aktion mit Continental, in der ihr nämlich diese beiden Wagen, die ihr gerade gesehen habt, den Opel und den BMW, geschenkt bekommt. Und nochmal ein Satz Reifen. Das heißt, ihr könnt euren Wagen aufrüsten. Das zeige ich euch auch gleich. Und dann bekommt ihr ein Reifen-Upgrade kostenlos. Was ehrlich gesagt ziemlich nützlich ist, weil die sind schon nicht ohne. So, genug damit. Ja, ihr seht hier meinen Opel Corsa. Den mag ich persönlich eigentlich gerade nicht so. Bietet sich aber am besten gerade an, fällt mir auf. Wir gehen mal gleich direkt in die Werkstatt zum Ausstatten. Oder auch hier einfach auf Aufrüsten gehen, fertig. So. Da haben wir schon alles. Antrieb, Fahrwerk, Räder, Motor und Gewicht. Motoraufladung gibt es hier nicht. So, die ersten 5% sind genau die erwähnten kostenlosen Räder. Kann euch das mal kurz zeigen. Hier dann auf Reifen. Und das kostet schon ordentlich an Credits. Credits hier oben, die blauen, bekommt man, indem man Rennen fährt, indem man sie gut fährt. Die berechnen sich aber nicht nur aus dem Platz, sondern auch einfach aus der gefahrenen Strecke und den Kollisionen und so weiter. Finde ich persönlich sehr gut, weil selbst mit dem letzten Platz kriegt man da einen ganz guten Haufen an den Credits zusammen. Das andere hier, das E, ja, dieses E-Guthaben ist wieder mal dieses übliche Premium-Echtgeld-Währungskram. Ihr könnt alles, was man aufwerten kann, auch mit diesen E-Credits, was auch immer, E-Guthaben, E-Coins steht hier, genau, E-Coins, aufwerten. Ja, finde ich persönlich jetzt, naja, muss man nicht machen. So. Man hat bei dem Ausrüsten sieht eigentlich immer ganz lustig aus. Man hat verschiedene Sachen hier. Beim Antrieb sind zum Beispiel zwei verschiedene. Beim Fahrwerk sind es nur Federn und Dämpfer. Beim Motor sieht das Ganze schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Luftzuführung, Chiptuning, Luftfilter, Katalysator, Kanalwandglättung, schärfere Nockenwellen und Verdichtung. Erstmal Luft holen. Ja, und wenn ich jetzt hier irgendwas anklicke und hier auf Kaufen gehe, ja, sehe ich auch schon, wie sich hier was verbessert. Manchmal wird sogar das ein oder andere schlechter. Ich glaube, wenn ich hier die Beschleunigung verbessere, dann würde zum Beispiel die, ach Gott, das Handling oder sowas wieder runtergehen. Und ja. Im Allgemeinen muss ich gerade ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, den Opel Corsa jetzt aufzutunen, denn für sowas habe ich mittlerweile den Mazda RX-7 oder den VW Scirocco oder auch den BMW 3, wobei der noch nicht ganz aufgetunt ist. Allgemein erkennt man das Tuning hier an den VPR, die Vehicle Performance Rating. Und ja, wie ihr seht hier 292, denn der Mazda RX-7 mit 499 voll aufgetunt, der VW Scirocco mit genau 500 voll aufgetunt und dann der BMW M3, dem fehlt hier noch ein bisschen was.
Ja, das sind die Wagen, die man kostenlos kriegt. Alle 5 Level, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich bin jetzt Level 18, glaube ich, war es. Ja, 18. Das heißt, in 2 Leveln kriege ich den nächsten Wagen. Durch die Promo-Aktion mit Continental bekommt man die beiden. Hier der Opel Corsa OPC, sieht man den Unterschied, der hier ist getuned. Dafür fehlt beim M3 ordentlich was. Gut, so viel dazu. Wir können unseren Wagen umlackieren. So, und hier kommt der erste Knackpunkt. Es ist ein Browser-Game. Das heißt, es wird nicht von eurem Rechner abhängig gerendert, sondern mehr von eurer Internetverbindung abhängig. Und es lädt. Und lädt. Und lädt. Ja, es lädt so sehr, dass ich mittlerweile die Überzeugung hatte, wenn ich ins Rennen einsteige, werde ich das Ganze für euch vorspulen, damit ihr nicht die ganze Zeit den Ladebalken seht, weil die sind manchmal echt heftig. Denn jeder kann sich seinen Wagen selbst gestalten. Was allerdings bedeutet, dass man im Rennen mit bis zu 8 Mitspielern die Designs aller anderen Autos mitladen muss. Ja, ist jetzt vielleicht nicht so optimal. Ja, wir sehen hier die normalen Lackierungen. Rot, schwarz zum Beispiel. Dann gibt es hier noch Matt und Hochglanz, Metallic etc. Und hier seht ihr schon wieder, wir können entweder für unsere hart verdienten Credits oder für die einfach erkauften E-Coins noch andere Farben kaufen. Ich finde 75, 50 für eine Farbe, das finde ich alles echt teuer. Also solltet ihr euch gut überlegen, wenn ihr neu anfangt, habt ihr gerade mal 100 und das reicht hier nicht mal für eine Perleffektfarbe. Schon schade. So, ich habe hier zum Beispiel halt mein Metallic Schwarz. Ich mag das sehr, sehr doll. So, fast jeder Wagen hat bei mir Metallic Schwarz irgendwie. Wir können auch noch die Felgen umlackieren. Wir können die Bremssättel umlackieren. Und wir können, wie ihr schon seht, hier den Wagen bekleben. Auch hier gibt es wieder verschiedene Aufkleber und die meisten kosten wieder mal ordentlich Schotter. Ja, am Anfang hat man aber wenigstens die Formen, also Form 1 bis Formen 3 umsonst. Ich hatte mir jetzt noch scharfkantige hier dazu gekauft, weil ich die soweit auch ganz schick fand. Wenn ich jetzt einen Wagen bekleben möchte, wähle ich hier erst einmal eine der Ansichten, wie sich so ein Editor halt gibt. Dann nehme ich hier einfach mal irgendein Muster. Das und Farbe, ja, was nehmen wir? Ach, hier ist so ist eh schon so viel Rot. Kommen wir nehmen mal das hier. So, dann kann ich das hier natürlich, wie sich's gehört, verschieben. Ich kann die Größe ändern, ich kann es länger ziehen, ich kann es schmaler machen. Ich kann sogar hier oben raufklicken und kann noch mal die Kanten verzerren. Ups. Und so. Und damit kann ich dem Aufkleber nochmal mein ganz eigenes Aussehen verpassen, wie ich es möchte. Aber man sieht schon wieder, es ist halt. Also manchmal will es nicht. Jetzt. So. Und wenn mir das Ganze gefällt, kann ich es sogar hier mit Spiegelknopf auf die andere Seite bringen. Damit es wenigstens symmetrisch aussieht. Außerdem gibt es hier noch verschiedene andere Knöpfe, um die ganzen Aufkleber anzuordnen, wie man sie haben möchte. Alles sehr schön, alles sehr nice. Man kann aus den 3 Formen, die man dadurch hat, so aus den 3 Teilen mit den verschiedensten Formen, kann man jede Menge designen, gerade dadurch, dass man die verzerren kann, dass man die übereinander spiegeln kann. Ich habe jetzt auch keine Begrenzung gefunden bisher. Mehr Farbaufkleber, ja, kostet natürlich wieder Beklebung. Man kann eine abspeichern und die könnte man jetzt auf jedes andere Auto auch übertragen. Die würde aber nicht immer hundertprozentig passen, das habe ich schon mitbekommen. Weiteren Platz, ihr seht es wieder, muss man sich kaufen. So, ich mache mal hier kurz anwenden. Fertig, sehr schön. So, wir sehen hier schon immer wieder kaufen mit E-Coins, kaufen mit E-Coins. Man muss eine ganze Menge kaufen. So, wir gucken mal kurz hier, 100 E-Coins, ne?
Wollen wir mal sehen, was hier sowas wert ist. Was haben wir hier? 3000 E-Coins plus 2 Autos plus 9 Lackierungen plus Aufkleber, Pfeile, Tribals und Flammen für 20 Euro. Ich wiederhole es, 20 Euro. Bonuspaket Mittel. Ja, ihr seht's ja selber irgendwie. Also 250 E-Coins kosten hier 2 Euro. Wenn ich jetzt überlege, dass ein so ein Platz irgendwie 100 E-Coins kostet, sind das gut, das sind 80 Cent. Das klingt jetzt nicht viel, aber ihr habt gesehen, was es alles für Farben und Lacke gibt. Und dann für Tribals und andere Aufkleber. Ich find's heftig, ganz ehrlich. Und das ist hier nur die Hälfte von dem. Wie ihr gerade schon sehen könnt, man kann andere Autos haben. Wir gehen dafür mal kurz in den Autosalon. Ja, sehr schön. So, und hier sind wir beim nächsten. Ihr seht schon, wir können jede Menge geiler Wagen kaufen. Alles hier mit Lizenzen ohne Ende. Wirklich gute Lizenzen, muss man sagen. Bugatti ist hier bei, was habe ich noch so? Ich kenne Königsegg, ja. McLaren und, ach, hast du nicht gesehen. Guck mal hier. Genau, Königsegg, Gumpert, McLaren, Ford, Mercedes, Bentley, Mitsubishi, Lotus, BMW, Jaguar, ist auch bei Mazda, Volkswagen, Honda wäre mir persönlich eigentlich lieber gewesen, aber na gut. So, und es kostet alles Geld. Es kostet wirklich alles. Wir gucken mal hier, Kaufpreis vom niedrigsten zum höchsten. Zack. Der Opel Corsa kostet schon 105. Klar, den kriegen wir am Anfang geschenkt, ist eigentlich nicht so wild. Aber 105. Das sind hier wieder fast irgendwie, ich glaube, 90 oder 80 Cent oder. Ganz ehrlich, muss das sein? Ich glaube nicht. Aber jedem das seine, wir brauchen es ja nicht kaufen. Wir können ja auch mit unserem Auto fahren. So, was haben wir noch? Jeder hat ja sein eigenes Profil. Zack, das können wir mal hier kurz machen. Genau, rechts gab es so eine kleine Umfrage, wo man sich selbst ein bisschen wahrscheinlich mit vorstellen kann, auch noch. Aktueller Wagen, ach ja, der aktuelle Wagen. Ich nehme mal hier den VW Scirocco jetzt. Der gefällt mir persönlich sowieso mehr. Die Lizenzen, das heißt, auf welche Klassen wir schon Zugriff haben, das erhöht sich mit dem Level zusammen. So, Persönliches gibt's hier auch noch, denn Fortschritt. Es gibt Abzeichen und die bekommt man natürlich auch wieder durch bestimmte Sachen, die man so freischaltet. So, mal kurz, genau, hier, Abzeichen. So, sauber zum Beispiel, beende ein Rennen ohne Kollision mit einem anderen Wagen. So, und so sammelt man Stück für Stück hier irgendwelche tollen kleinen Knöpfchen. Kanalratte, Farinas Stapfen, bla bla. Und die kann man sich sogar in seinem Profil anzeigen lassen, wie ihr hier oben bei mir schon seht. Das ist L23, ist jetzt auch nur aus ja, diesen einzelnen Buttons zusammengewurstelt. Ich habe aber gerade leider vergessen, wo ich das gemacht habe. Ach hier, Abzeichen auswählen kann man ja machen. Ja, da haben wir einfach noch Status, dass so ein bisschen dieses Community-Ding gefördert wird. Unsere Garage nochmal. Hier unten kommt noch ein bisschen eigener Kram. Ja. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, wirklich genug geredet. Jetzt wollen wir hier mal direkt endlich mal in so ein Rennen rein. Das heißt, wir gehen entweder hier über Wettrennen oder Zeitrennen, wo es auch noch Renntage gibt, wie ihr gerade gesehen habt. Wenn man eine Woche voller kriegt, man nochmal extra EP. Ja. Oder wir gehen jetzt hier einfach in das Fahrerlager. Sind jetzt gerade hier in Rot 1 gelandet und sehen schon, hier werden uns ein paar Rennen angezeigt. Die blauen in dem Fall zum Beispiel sind hier mit der VPR zum Beispiel nur von 0 bis 301. Das heißt, wir könnten da mit dem Opel mit ja, dran teilnehmen. Habe ich jetzt persönlich aber gar keine Lust drauf. So, dann haben wir hier, ach, das ist ach, fast voll. Drei Runden, ja, mal gucken, wir gehen einfach mal rein. Und ihr seht schon, Hauptprogramm wird. Oh, Lobby ist voll, ja. Gut, wir wechseln mal das Lager und gucken mal, was haben wir hier noch so? Ah, hier seht ihr schon, hier werden einem auch Freunde angezeigt. Man kann also mit anderen Spielern Freundschaft schließen.
Und wenn jetzt einer on wäre von den zwei, die ich bisher bloß habe, dann würde mir hier angezeigt werden, in welchen er ist, beziehungsweise manchmal wird man auch sogar automatisch mit dem zugeordnet und brauche so nicht extra lange suchen. So, grün 4. Na? Tja. Ach, hier ist gar keiner, oder was? Stimmt, hier ist keiner. Ich bin ja doof. So, gehen wir mal in Blau 1. Ich glaube, heute war sogar so ein tolles Event in Blau 1, wo man gegen eine andere Rennfahrerin antreten kann. Das wird auch, glaube ich, immer wieder gepostet auf Facebook. Und Lakeside Italia, Mittelmotor-Modell, ja. Machen wir mit. Hauptprogramm wird wieder geprüft. Ja, mach doch. Es zeigt eben auch an, wenn man hier mit nur einem Wagen teilnehmen kann und man hat den Wagen, deswegen war es so blau. Dann wird der Wagen automatisch eingesetzt. So, ich bin mit drinne. Das ging ja fix. So, ihr habt gerade gesehen, hier ist nochmal der ganz normale Chat. Hier ist der Chat für die Lobby. Und hier sind die Zeiten. So, ich muss mal kurz husten. Da bin ich wieder. So, und ihr seht schon, der Ladebalken. Was sieht man? Man bekommt hier nochmal die Steuerung angezeigt. Was jetzt hier extra steht, ist Gamepad Detected. Ich bin dazu übergegangen, dass ich mit meinem Gamepad das Ganze spiele und nicht mit der Tastatur. War so ein Tipp von Kölle. Und ich persönlich bin damit auch ganz zufrieden. Ich bin ja sowieso eher so der Konsolenfan, von daher macht das für mich natürlich Sinn. So, und ihr seht jetzt schon, es geht alles noch halbwegs zügig heute. Wir haben jetzt hier Loading Cars 0 von 5. Das kann jetzt alles noch dauern. Ja. Und das ist das, was ich meinte. Wenn man mit 8 anderen Leuten fährt, jeder hat sein eigenes Design, das kann dauern. Also, manchmal hatte ich auch Ladezeiten, da waren eigentlich irgendwie in dem Fahrerlager wirklich 8 Leute für die Strecke. Und als hier Loading Cars stand, waren es auf einmal nur noch 5 oder 4, weil die anderen anscheinend abgesprungen sind oder weil bei denen das Programm einfach mal gesagt hat, nö. So, 4 von 5. Wir haben es gleich geschafft. Gut. Ich nehme mal mein Pad in die Hand. Ich habe mir das ein bisschen konfiguriert. Das Witzige bei mir ist, ich habe eigentlich ein PlayStation 3 Pad, kein originales, sondern von halt einer billigeren Firma, die üblichen Dinger. Und der rechte Stick bei mir wird zum Beispiel nicht genommen, sondern nur, nee, der linke Stick wird nicht genommen, nur der rechte so rum. So, dann wollen wir doch mal hier. Ah, Mist, das war wieder die falsche Taste. Oh, und hier ist. Oh, heute leckt's aber ganz besonders. Ich weiß nicht, ob das jetzt an der Aufnahme liegt. Ich würde es einfach mal darauf tippen. So, und ihr seht schon, Aggressive Driving, das war eine Strafe für mein Fahrverhalten, dafür, dass ich mit anderen zusammengestoßen bin. Das Ganze gibt's auch, wenn man eine Kurve abkürzen möchte und Pech hat, da steht dann halt auch Corner Cutting. Und die Strafe an dieser Stelle ist, dass man Geschwindigkeitsdrosselung bekommt. Oh Gott. So, das leckt ja heute wirklich ekelhaft. So ein Mist aber auch. Eigentlich läuft das Spiel bei mir flüssig, ich spiele aber auch in den höchsten Details. Boah, und das bei einer von 8 Runden. Ich bin ja. Ist ja ein Traum. So. Aber man kann sehen, also gerade jetzt auf hohen Details, man hat Schatten, Spiegelungen. Boah, man hat hier eine Ideallinie, die einem auch ansagt, ob man abbremsen sollte oder nicht. Wenn man darauf hört, kommt man bestimmt super um die Kurven und ich höre nicht unbedingt darauf, muss man dazu sagen. So, wir können auch die Ansicht noch ein bisschen wechseln. Boah, das kann ich aber übrigens gar nicht ab. Oh. So. Schon besser. Man kann nach hinten gucken.
Oh Mann, fährt der Wagen sich, aber ist ja ein Traum. Richtig ein Traum. So, ich werde jetzt mal hier versuchen, im Schnelldurchlauf sozusagen die Runden zu fahren. Ihr müsst nicht alles angucken. Ich schneide das alles nachher ein bisschen zurecht. Ja. Bis gleich. So, und da bin ich jetzt einfach mal aus dem Rennen raus. Das hat ja diesmal nichts gebracht, gar nichts, wirklich. Ja, gut, stop working, bla bla. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob ich jetzt gerade so viele Strafen kassiert habe, dass ich einfach nicht mehr mit einem vernünftigen Auto fahren konnte. Möglich. Beides durchaus möglich. Ich nehme jetzt mal wieder den Scirocco. So, was kann ich jetzt kurz, ja genau, hier, das ist das Programm dafür, ACR, Up-to-Date, genau. Wir haben hier Konfiguration. Meine Einstellungen sind immer noch auf Ultra, ich mache die jetzt mal hier auf Low für die Vorführzwecke sozusagen. Und da Einstellungen speichern und genau. Das sollte jetzt gut sein. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt nochmal auf euch ein vernünftiges Rennen zeigen kann. Wir machen mal hier selbst Mehrspielerrennen, gehen auf Rennen, haben jetzt hier auch erweiterte Optionen. Und welche Strecke nehme ich dann mal so auf die schnelle? Ja, ich weiß auch noch nicht. So, ein Mist aber auch, wenn man sich nicht vorbereitet. Hier, wir nehmen einfach mal Indianapolis Oval, das ist eine ganz einfache Strecke. 3 Runden, Startplätze, 8, genau, Fahrhilfen, Modell, alle, höchste Klasse, alle, Strafen lasse ich dieses Mal aus und an den Start. Super. So, denn Lobby wird betreten und mal gucken, ob jemand bei uns mitspielen möchte. Ja, dafür muss man jetzt wieder einen Moment warten. Das heißt einfach mal für euch, ich werde jetzt wieder mal ein bisschen vorspulen, damit ihr jetzt nicht gelangweilt rumsitzt. Na, das wird heute wohl eher nichts. Dann gucke ich mal, ob ich nicht schnell noch woanders einfach einsteigen kann hier. Das sieht auch gut aus. Nicht, dass wir hier ewig sitzen. So, wir haben hier übrigens Circuit de Spa in Francorchamps, wie auch immer das ausgesprochen wird, Mensch. Streckenlänge 7 Kilometer, 3 Runden in Belgien. Höchste Klasse war, stand da nichts, aber da war maximale VPR 501. Wir sind mit 500 schon ziemlich weit oben dabei und sehen auch hier, sind der RX7 und auch hier, ich glaube, auch der Scirocco beides. Das sollte also alles im Bereich des Machbaren sein. Ja. Wir warten jetzt eigentlich dann nur noch darauf, dass der Ersteller auf Start drückt, damit wir loslegen können. So, und da hat er auch Start gedrückt. Wir sehen hier nochmal kurz die Strecke.
Ja. Musste ich nochmal husten, Entschuldigung. So, und jetzt sehen wir hier wieder den altbekannten Freund, den Ladebildschirm. So, Mensch, Vorspulen ist mein bester Freund, vor allem in Videos. Dann wollen wir mal loslegen. Mensch, Mensch, sieht ja schon viel besser aus. Dafür ist die Grafik jetzt auch nicht mehr ganz so umwerfend. Aber es leckt auch nicht mehr ganz so stark bei der Aufnahme. So, schön vorsichtig. Ja, im HUD, also dem Display hier, sehen wir natürlich links oben so eine kleine Karte. Das heißt, wir sehen von Weitem aus schon, wann die nächste Kurve auf uns zukommt. Ups, könnten also schon rechtzeitig abbremsen. So, da haben wir Cut Corner hier, wieder eine Strafe. Schön. So. Ja, schub's ruhig, du Lutscher. Boah, so auf Sand fahren wir natürlich nicht ganz so schnell und schlittern gerne mal weg. Ist auch total geil. So, da kommen schon wieder die nächsten Kurven. So, Handbremse hat mir wieder mal nicht den Arsch gerettet. So, und boah. Boah, fuck. Die Strecke hier fahre ich übrigens auch überhaupt nicht gerne. Zack. Jetzt bin ich schon mittlerweile Vierter, obwohl ich so einen guten Start hatte. Also ich merke, Grafikeinstellungen hier gerade von Ultra auf Low, es gibt kaum Schatten, es gibt nicht so viele Reflexionen. Beim Bremsen kein Staub, kein Qualm, es ist keine Bremsspuren. Aber es ist immer noch trotzdem akzeptabel anzusehen. Also, ja, kann man spielen, ne? So, ich werde mal wieder einfach den Schnelldurchlauf für euch benutzen, damit ihr jetzt hier nicht die ganzen drei Runden zugucken müsst, wie ich dann vielleicht doch nochmal gegen ein paar Banden knalle. Und dann bis gleich. Ja. Super. Wie toll ist das denn? Ja, damit hat sich auch dieses Rennen erledigt. Ich, ja. Woran liegt's? Ich habe keine Ahnung. Das Spiel ist noch in der Beta, es war aber gerade anscheinend eher Physics, also Nvidia, einen Grafikkartenfehler. Ach, ich bin ja hellauf begeistert. Ja. Kurz nochmal hier zur Auto Club Revolution.
Wie erwähnt, es ist an und für sich free to play, es hat eine Menge Lizenzen, es hat einen gewissen Fun-Faktor, sein Auto zu tunen, das zu designen. Der Echtgeldanteil ist mir allerdings doch ein bisschen fast schon zu hoch für ein richtig gutes Spiel. Aber wie gesagt, man muss es ja nicht haben. Man kann mit dem Echtgeld, was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, man kann sich auch ein Auto mieten für 24 Stunden. Das heißt, man könnte also auch eine Menge Rennen fahren und dann hast du die Kohle auch wieder raus und was plus. Bisher ist es für mich so ein Spiel, was ich mal nebenbei mal ein paar Mal am Tag zocke, wenn ich Bock drauf habe, und das ist gut so. Ich bedanke mich und wir werden uns dann irgendwann wiedersehen. Bis dann, ciao, ciao.